erscheinen hier bedeutet wohl den Tod des Nosferatu. Eine Schande, aber ersetzbar. Nach solch einem Sieg hättet ihr eurem Glück danken und fliehen sollen, solange ihr noch die Gelegenheit dazu hattet. Aber nein, ihr müsst unbedingt euer Glück strapazieren. Nun ja, beenden wir diese Schmach. Ihr solltet euch geehrt fühlen, Oberweltler. Ihr seid der Erste innerhalb von 100 Jahren, der dem Fürsten der Vampire trotzt. Ich glaube, wir sollten diesen Moment genießen. Ihr glaubt, ihr könnt mich bezwingen? Ich bin Vanar Host, Fürst der Vampire. Vor meinen Augen vergingen Jahrhunderte und selbst die Sonne kann mir nichts anhaben. Mit meinen bloßen Händen vernichtete ich Armeen. Ich labte mich am Blut von Königen und trieb unzählige Rassen in ihren Untergang. Ich werde damit fortfahren, bis Nora das Blut ausgeht. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr es mit anseht. Ich werde dafür sorgen, dass euer Leichnam mit meinen untoten Legionen marschiert. Ich werde... Oh, oh, oh. Verraten. Ein Leben für ein Leben, Oberweltler. Unsere Blutschuld ist beglichen. Hier ist der Schlüssel. Ihr könnt jetzt fliehen. Beeilt euch, denn Vanar Host hat sich nur zurückgezogen. Flieht aus Schwarzgrund und kehrt nicht zurück. Von nun an sind unsere beiden Leben gezeichnet. Ihr habt ihn! Na schön! Bitte, holt mich hier raus. Steck den Schlüssel in das Schloss. Ach, gebt mir ein Boot und ich bringe euch überall hin. Selbst mit verbundenen Augen.
Nun, dann gehört sie euch. Das beste Schiff, das ich je gebaut habe. Schaut sie euch an und dann beladet sie. Papi Gnor, nun, er ist der Beste, den es gibt. Er wird euch zu eurem Ziel bringen. Oder bei dem Versuch sterben. Viel Glück, meine Freunde. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Möge die Weite euch wohlgesonnen sein. Mögen die Götter über euch wachen! Das beste Schiff, das ich je gebaut habe. Solange sie auf ihrer Reise in keinen Sturm geraten, sollte ihnen nichts geschehen. Schön langsam. Ihr habt ganz schön was einstecken müssen. Dachte schon fast, dass ihr im Sturm umgekommen wäret. Ihr seid ganz schön mutig, dass ihr den Wassern hier die Stirn bietet. Man nennt diese Insel nicht umsonst die Insel der Messer. Diese Wellen können ein Schiff in Stücke schneiden. Ihr seid der Einzige, den ich von eurem Schiff wegkriechen sah. Ich hoffe, dass sich außer euch niemand an Bord befand. Wenn doch, so tun sie mir leid. Niemand verdient es, auf dem Meeresgrund zu sterben, ganz egal, was sie in ihrem Leben getan haben. Ich kann mir denken, warum ihr hier seid, wegen dem großen Ork vielleicht. Er und seine Sklavenhändler terrorisieren diese Inseln schon seit Monaten, nehmen Gefangene und bringen sie nach Schwarzgrund, damit sie dort von einem Vampir oder sowas zu lebenden Toten gemacht werden. Dieser Ork ist über einen Ort namens Wasserrand auf der westlichen Seite der Insel hergefallen. Dort lebt jetzt niemand mehr. Sie wurden alle entweder nach Schwarzgrund oder hier in Gefängnisse gebracht. Deswegen verstecke ich mich hier auf der Seite der Insel. Ich wollte nicht gefangen genommen werden.
Wir beide sitzen hier fest. Es gibt keine Schiffe mehr. Dieser Ork muss angenommen haben, dass ihr tot seid, nachdem der Sturm euer Schiff vernichtet hatte. Ich sah, wie er in Richtung Süden ging, zu den Höhlen auf der anderen Seite der Insel. Dort ist eines dieser Portale, die er benutzt, um in der Weite von einem Ort zum anderen zu gelangen. Es sollte nicht bewacht sein, da sie nicht mit Schwierigkeiten rechnen. Ja, Portale. Alte Dinger überall in der Weite. Sie verbinden die Inseln untereinander oder auch andere Orte. Niemand weiß, wer sie errichtet hat oder warum, aber man vermutet, sie seien eine Art verrückter planarer Knoten. Wenn man den richtigen Weg herausfindet, sollen sie in der Lage sein, zu einem großen Schatz zu führen. Vielleicht sogar zum Horn des schlechten Omens. Das wäre doch wirklich was, oder? Das Horn ist der Grund, warum Wasserrand erbaut wurde. Seit ich zurückdenken kann, kommen Leute her, um danach zu suchen. Ich habe sogar selbst eine Zeit lang nach dem Horn gesucht. Mein Vater sogar noch länger. Er hat mir beigebracht, wie man das Horn verwendet, sollte man es je finden. Aber er hat es nie bekommen. Vielleicht ist es besser so, wenn man bedenkt, was man ihm nachsagt. Was haltet ihr davon? Falls ihr das Horn finden solltet, bringt es mir und ich werde euch zeigen, wie man es benutzt. Das Horn soll Macht über planare Barrieren haben. Ich könnte es vielleicht dazu verwenden, euch dahin zu bringen, wohin ihr wollt. Vielleicht sogar nach Hause, wenn ihr das wollt. Nun, ich wette, einige der Dorfbewohner wissen, wo man danach suchen könnte. Vielleicht sogar der verrückte alte Laszlo. Er wurde allerdings gefangen genommen, als der Ork und seine Sklavenhändler nach Wasserrand kamen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Er könnte auf einer der anderen Inseln noch leben. Aber wer weiß das schon? Wenn er noch lebt, könntet ihr ihn vielleicht durch eines der Portale finden, das die Insel miteinander verbindet. Waren in letzter Zeit wohl wenig Besucher hier? Thank you.
Einige würden dies als das Paradies bezeichnen. Aber ich bestimmt nicht. Das ist zu viel! Vorsicht, es ist eine Falle! Yeah.
Den Göttern sei Dank, dass ihr mich gerettet habt. Diese Sklavenhändler haben mich als Maulesel benutzt. Ich musste alles, was von Wasserrand übrig geblieben war, in ihr Lager auf der westlichen Insel schleppen. Dann kamen plötzlich ein paar Orks durch das Portal, um einen Hinterhalt für euch vorzubereiten. Schätze, sie haben sich nicht gut genug vorbereitet, was? Da drüben ist das Portal, das zur westlichen Insel führt. Seht euch vor, dort gibt es mehr Orks als Fliegen. Sie haben meinen armen Bruder Laszlo. Sie haben ihn mit ihrer Folter in den Wahnsinn getrieben, weil sie glaubten, er kenne das Geheimnis der Portale. Nun, ich weiß, dass ihr mir bereits das Leben gerettet habt. Aber wenn es euch gelingen würde, meinen Bruder Laszlo aus den Händen dieser Sklavenhändler zu befreien, so wäre ich euch sehr dankbar. Schon bald werden sie merken, dass er keine Antworten auf all ihre Fragen hat. Und dann... Nun, dann werde ich ihn niemals wiedersehen. Trefft euch mit mir in Wasserrand, wenn es euch möglich ist. Je nachdem, was von den gestohlenen Waren hier noch zu gebrauchen ist, kann ich vielleicht meinen Laden wieder aufbauen und das Lager neu füllen. Wenn ihr irgendetwas benötigt, so kommt einfach vorbei und ich werde euch so gut es geht helfen. Einige würden dies als das Paradies bezeichnen, aber ich bestimmt nicht. Ich habe euch nicht kommen hören. Entschuldigt. Könntet ihr bitte einen Schritt zurückgehen? Ihr steht mir in der Sonne. Ich würde mich ja zu gerne bewegen. Aber der ganze Umstand mit dem Schwanz. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das ist. Ihr Landleute könnt nach Belieben kommen und gehen. Aber wir vom Meervolk sind ans Wasser gebunden. Und ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie langweilig das unter den Wellen ist. Aber ihr könntet doch... Könntet ihr mir nicht einen klitzekleinen Gefallen tun? Ich bin hierher geschwommen, um nach Muscheln zu suchen. Nach einer Schneckenmuschel, um genau zu sein. Wenn ihr zufällig eine sehen solltet, könntet ihr sie mir nicht bitte bringen? Ich gebe euch auch eine Belohnung dafür. Thank you.
Das ist zu viel. Ihr seid zurück? Habt ihr ein Lebenszeichen von Laszlo gefunden? Ich fürchte, dass die Orks ihn getötet haben könnten. Es ist mir gelungen, meinen Laden zu reparieren. Wenn es also etwas gibt, was ihr braucht, um Laszlo zu retten, dann sagt es mir. Thank you.
kein Mana! Zu wenig Land, zu viel Sonne und zu viel Wasser, falls mich jemand fragen würde.
Meine Haut ist so rot wie die von einem Hummer. Ihr, bleibt mir vom Leib. Öffnet diesen Käfig ja nicht. Ich warne euch. Tja, natürlich lebe ich. Aber das habe ich nicht euch zu verdanken. Der Ton scheint mich wie die Pest zu meiden. Aber das Elend scheint mich etwas zu sehr zu mögen. Ich kann einfach nicht gewinnen. Ich werde immer bestraft, wenn ich anderen helfe. Schlüssel? Die Tür ist nicht verschlossen. Es gab keinen Grund zu gehen, bis ihr gekommen seid. Und ein richtiger, überzeugender Grund ist das auch nicht. Wohin hätte ich gehen sollen? Es ist eine sehr kleine Insel und überall laufen Sklavenhändler rum. Es gab wirklich einen verrückten Menschen, der in Fesseln lag. Das hier war sein Käfig. Die Sklavenhändler haben ihm eine ganze Menge Fragen gestellt. Und jede Menge merkwürdige Antworten erhalten. Ich denke, sie hatten sein Geplapper satt und haben ihn durch eines dieser merkwürdigen Tore geschickt. Aber ich weiß nicht mehr durch welches. Er lebt womöglich sogar noch. Irgendwo. Mich kriegt hier nicht raus. Ich kann die Sklavenhändler hier auf der Insel immer noch riechen. Und ich verlasse diesen Käfig nicht eher, als bis die Luft rein ist.